Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir einen Klassiker, eine Schwarzwälder Torte. Jede Bäckerei, Konditorei hat sie im Sortiment. Jeder macht es aber wieder ein bisschen anders und heute zeige ich dir meine Variante. Ich starte mit der Kirschenfüllung. Dazu brauche ich 2 Gläser Sauerkirschen. Gebe ich gleich mal in ein Sieb, lasse mir den Saft abtropfen. ~200 Gramm Saft in einen Kochtopf rein. 30 Gramm Zucker dazu. Und 2 Zimtstangen und das Ganze einmal aufkochen. Parallel dazu nehme ich hier 30 Gramm Speisestärke, gebe mir in eine Schüssel rein und dann darf natürlich Kirschwasser nichts fehlen, 40 Milliliter dazu. Das Ganze einmal durchrühren. Der Saft ist aufgekocht mit dem Zucker, zur Stärke geben. Zimtstangen zurückhalten, wegnehmen, alles mit der Stärke durchmischen. Zurück in den Kochtopf und alles nochmal aufkochen. Dann unter ständigem Rühren hier aufkochen. Jetzt bindet die Stärke und der Alkoholgeruch ist noch ziemlich intensiv. Der wird sich jetzt dann gleich verflüchtigen. So sieht das aus, wenn die Stärke bindet. Wunderbar gebunden. Super. Nach dem Aufkochen gebe ich hier 200 Gramm Kirschen dazu. Hier würde ich dir empfehlen, bereits ein paar schöne auszusortieren, damit du dann für die Dekoration noch etwas hast. Und vorsichtig noch darunter heben. Nur so mischen. Nicht, dass die zerquetscht werden. Dann das Ganze in eine frische Schüssel rein. Mit Frischhaltefolie zudecken, direkt runter auf die Füllung und in den Kühlschrank stellen. Jetzt die klassischen Schokoladenspäne. Dazu nehme ich mir eine Tafel Schokolade, am besten Zartbitterschokolade, dunkle Schokolade nehmen, lege die auf den Tisch. Im Sommer gerne zuerst noch in den Kühlschrank. Wenn es zu weich ist, dann geht es natürlich nicht. Dann nehme ich mir ein Messer mit glatter Klinge und dann kann ich nur noch so über die Schokolade ziehen und bekomme meine Schokoladenspäne. Je länger ich diese Bewegung hier mache, desto größer werden die Späne und das sieht natürlich super cool aus. Dann in eine Box rein und die stelle ich mir jetzt in den Kühlschrank. Geht auch besser dann zum Weiterverarbeiten, wenn die schön kalt sind. Jetzt geht's los. Ich habe hier 1 Liter Schlagsahne. Das schlage ich mir auf. Schlagsahne immer kalt aufschlagen, sonst geht's nicht mehr gut. In die Küchenmaschine rein. 25 Gramm Zucker dazu. Hier habe ich 3 Päckchen Rahmhalter oder auch bekannt unter Sahnesteif. Das ist nichts anderes als modifizierte Stärke. Diese Stärke bindet auch im kalten Zustand, plus noch etwas Zucker. Denn Zucker stabilisiert auch wieder, darum bleibt uns die Sahne dann schön fest. Auch gleich direkt beigeben und alles zusammen aufschlagen. Sahne ist wunderbar aufgeschlagen. Hier aufpassen, nicht zu lange schlagen, nicht, dass das Butter wird. Und jetzt beginnt der ganze Spaß. Die Kirschenfüllung habe ich mir gleich wieder zum Kühlschrank rausgenommen. Hier habe ich mir noch einen Schokoladenbiskuit vorbereitet. Dazu habe ich ein separates Video aufgenommen. Das kann ich dir am Ende gerne verlinken. 3 Lagen geschnitten. Die unterste Lage gebe ich in den Backring rein. Das ist ein 24 cm Durchmesser Backring, 5 cm hoch. Und hier habe ich noch so einen Torteneinsatzstreifen drin.
Die Randfolie hilft mir, den Ring dann besser abzulösen. Kirschenfüllung noch einmal etwas durchmassieren. Die hat jetzt schön gebunden. Dann auf den untersten Boden kippen. Mit einer Teigkarte verteilen. Das reicht schon so. Dann nehme ich mir die Sahne mit einer Teigkarte rausnehmen. Und dann auch gleich wieder verteilen. Die Lücken, die hier entstanden sind, fülle ich gleich mit der Sahne auf. Jetzt verbindet sich die Sahne mit der Kirschfüllung. Das ist zum Essen einfach unglaublich lecker. Dann der zweite Boden. Auflegen, etwas rausdrücken, andrücken. Hier habe ich vom Saft der Kirschen, der Sauerkirschen, noch etwas übrig. Da tränke ich mir gleich den Boden. Dazu nehme ich diese Flasche hier. Die ist sehr praktisch, die hat im Deckel oben Löcher. Kann ich den Boden schön tränken. Alternativ nimmst du einfach einen Pinsel. Dann die zweite Lage. Wieder etwas Sahne darauf geben. Und der Trick mit dem Backring ist eigentlich optimal, denn er gibt mir die Führung, dann muss ich es nicht freihand aufbauen. Das macht das Ganze viel, viel einfacher. Wenn du willst, kannst du dem Boden natürlich auch noch etwas Kirschwasser hinzufügen und die Böden auch noch mit Kirschwasser tränken. Dann die weitere Lage Biskuit auflegen, wieder flach drücken. Den restlichen Saft nehmen und den Boden wieder tränken. Und jetzt oben nur noch glatt streichen. Wenn der Ring zu tief ist, ziehe ich den einfach ein bisschen hoch. Guck mal, das geht jetzt wunderbar mit diesen Streifen. Einfach etwas hochziehen und die Sahne dann so über die Kante streichen. Hier wollen wir die Torte nur noch schön gerade machen, einen schönen Abschluss. Muss gar nicht mehr allzu viel sein. Dann mit einem Spachtel nur noch darüber ziehen. Und ich habe bereits eine perfekte Torte. Hier kann ich mir den Ring direkt wieder entfernen und guck dir das mal an. Sieht schon wunderbar aus. Gleich am Streifen ziehen. Zack. Diese Torteneinsatzstreifen kannst du einfach abwaschen, kannst du immer wieder brauchen. Wunderbare Sache. Erleichtert dir das Leben extrem, wenn du viele Torten machst. Dann etwas Sahne an den Spitzen des Spachtels nehmen oder der Palette, wie auch immer du die nennen magst. Unten abstreichen und so beginnt die Torte einzustreichen. Das war's schon fast. Wenn hier noch etwas übersteht, einfach mit der Palette hingehen und ein bisschen reinziehen. Schokoladenspäne zum Kühlschrank rausnehmen. Die Torte hier kannst du direkt auf dieser Platte fertig machen. Oder ich hebe mir die rüber auf eine kleinere Platte, dann bin ich ein bisschen flexibler. Das Ganze so in die Hand nehmen. Da wirst du zu Hause noch zum richtigen Konditor. Die Späne sind jetzt schön kalt und jetzt kann ich mir hier die Torte einfach schön einstreuen damit. Einfach an die Torte legen, ein bisschen hindrücken. Braucht natürlich ein bisschen Übung. Torte dazu immer ein bisschen drehen. Dann absetzen. Die restlichen Späne einfach oben drüber. Mit der Hand ein bisschen verteilen. Das war's eigentlich schon, fehlt nur noch die Deko. Die Schwarzwälder Torte ist eine sehr angenehme Torte. Sobald ich die gemacht habe, ist die eigentlich servierbereit. Kein Problem, du kannst die noch mehrere Stunden in den Kühlschrank stellen. Falls der Besucher später kommt, das ist absolut kein Problem. Sie wäre aber jetzt schon genussbereit. Dann nehme ich noch etwas Puderzucker. Staube die ganze Torte noch ein bisschen. Dann nehme ich den Messerrücken und mache hier ein paar Löcher rein. Oder besser gesagt Markierungen, wo ich dann noch die Rahmenrosetten hinmache, die Deko. Die restliche Sahne habe ich mir in einen Spritzbeutel gefüllt. Hier habe ich eine 12er Sterntülle drin. Und dann kann ich so sogenannte Rosetten aufspritzen. Das funktioniert so.
schön senkrecht hingehen, nicht ganz auf die Torte, etwas erhöht, anfangen zu drücken und einen Kreis drehen. Dann noch ein paar Kirschen als Deko. Die sogenannte Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Und der schönste Teil, Anschnitt. Guck dir mal diesen Traum hier an. Wunderschön. Eigentlich sowas von simpel. Schokoladenbiskuit mit der Kirschenfüllung, die wir hier haben. Sahne, wieder eine Lage Biskuit, Sahne, Biskuit und die Schokoladenspäne. Wunderbar sieht das aus. Einfach ein Klassiker. Wunderschön mit dem süß-sauren Spiel, dann noch die Schokolade, leicht im Abgang noch das Kirschwasser. Wenn du Kinder hast oder Kindergeburtstag, einfach das Kirschwasser weglassen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Schreib mir eine Rückmeldung zu diesem Rezept. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten gleich die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Video. Dein Marcel.